Ja, wir sind am Gänserndorfer Bahnhof und sind in einem Mini-Supermarkt, kann man das sagen? Ja, Mini-Market. Wir sind sehr glücklich, dass der Bahnhof jetzt einen Nahversorger für alle Pendlerinnen und Pendler und für die Menschen, die hier in der Umgebung leben, wieder hat. Das war ein langersehnter Wunsch unsererseits und wir sind jetzt sehr glücklich, dass dieser Mini-Market pünktlich zum Jahresbeginn sozusagen eröffnet hat. Und es ist sicher eine Bereicherung für die ganze Stadt, aber natürlich auch für die Pendlerinnen und Pendler. Wir haben sich da umgeschaut schon. Also glaubt man gar nicht, wie man auf so kleinen Raum so viel unterbringt. Ne? Ja, und ich muss sagen, es deckt vieles ab. Ich glaube, sowohl Kinder als auch Erwachsene und vielleicht auch die Leute, die früher einmal diese, da war ja einmal im Betrieb, die, wie hat das geheißen? Bahnhofsresti. Da war der Mittelpunkt der Erwachsenen, speziell der Männer, die haben sich am Abend getroffen. Das war wirklich ein Signal für jeden Tag nach der Arbeitszeit. Ja, und jetzt werden die Einkaufssuchenden hier sich treffen. Ja, ich meine, Gänserndorf ist ja ein Knotenpunkt, was die Pendlerinnen und Pendler anbelangt, kommen ja sehr viele auch aus der Region her. Und in der Früh vielleicht sich einen Coffee to go zu holen, vielleicht nur die Zeitung zu holen, einen kleinen Snack zu holen, auch für die Schülerinnen und Schüler. Das hat absolute Berechtigung, es gibt auch was zu lesen. Also ich glaube, das ist echt ein absoluter Mehrwert für den Standort Gänserndorf. Also ich möchte mir jetzt einen Begriff ausbauen, Gänserndorf ist anders. Gänserndorf ist nicht anders, aber Gänserndorf ist in vielerlei Hinsicht auch besonders. Aber sowas hat gefehlt und wir sind, wie gesagt, sehr, sehr glücklich und auch dankbar. Ja, und jetzt haben wir die ganz wichtigen Personen hier, die dafür sorgen, dass das gut bestückt ist, dass die Leute zufrieden sind. In welcher Zeit kann man euch nützen? Also unter der Woche, Montag bis Freitag, 6 Uhr bis 18 Uhr sind wir für Sie da und Samstag 6 bis 12 Uhr. Die Zeit kann auch die Kunden ansprechen, es kann noch ändern. Das heißt, und wenn ich jetzt einen Krapfen will, ich habe schon bekommen, und einen Kaffee dazu trinken will, das gibt es bei euch? Ja, und Frischgebäck kommt jeden Tag in der Früh und Leberkäsesemmel gibt es auch und das ist alles frisch immer, täglich frisch gebacken. Wunderbar, also wenn ich da wohnen würde, würde ich jeden Tag bei euch vorbeikommen. Ja, die Marktpreise, spricht normal, Supermarktpreise sind nicht preiserhöht, deswegen, ich glaube schon, dass wenn man nicht so weit ist, dass ich hier kommen kann. Gutes Gelingen. Dankeschön.